Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten möchte ich einmal kurz anmerken, ich bin aktuell in meiner Projektphase meines Studiums. Das heißt, ich arbeite den ganzen Tag und deswegen nehme ich das abends auf und bin ein bisschen vielleicht durcheinander in der Birne. Manchmal kann es also vorkommen, dass ich ja etwas Quatsch rede während der Prognosen, wie eigentlich auch immer sonst. Naja. Los geht's mit dem Spiel Dortmund gegen Frankfurt. Viel Spaß dabei und danke euch fürs Reinschalten. Das 4:3 bei Bayer 04 Leverkusen stellte für Dortmund einen erheblichen Rückschlag dar. Dortmund also gefordert gegen Frankfurt. Die feierten ein Fest am Freitagabend vor einer Woche. Gegen Augsburg gewann man mit 5:0. Die schwarz-gelben Dortmunder hier in Ballbesitz. Die Partie ging eigentlich ganz gut los. Hakimi mit der Flanke, Trapp mit der ersten kleinen Aufmerksamkeit, die er hier zeigt. Passt auf, ansonsten wäre hier durchaus der Treffer drin gewesen. Frankfurt konzentrierte sich auf die Defensive, aber auch Dortmund hatte von den 4 Gegentoren gegen Leverkusen gelernt, sodass es nach vorne relativ schleppend ging. Wir sind fast eine halbe Stunde im Spiel, warten auf die erste gute Torchance. Jadon Sancho, mal eine gute Einzelaktion. Doch in der Mitte kommt Haaland einen Schritt zu spät gegen Hinteregger, der die Pike reinhält und den Ball klärt. 5 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Der BVB war hier etwas dichter dran am Führungstreffer. Frankfurt, wie gesagt, nur in der Defensive aktiv. Rafael Guerreiro auf der linken Außenbahn hält den Ball im Spiel. Axel Witzel legt rüber zu Hazard. Dann hatten wir endlich eine gute Möglichkeit. Nicht überragend, aber mal ein Schuss direkt aufs Tor. Kevin Trapp hat keine Probleme, den zu halten. Und somit ging es torlos in die Pause. Von Dortmund konnte man sich nach vorne noch einiges mehr erhoffen. Frankfurts Plan ging wohl auf. Sie gingen ohne Gegentor hier in die Pause. Nun wurden die Frankfurter aber zumindest etwas mutiger zunächst. Hinteregger steht relativ weit vorne. Chor Ilsanker hier im Passspiel. Kostic raus zu ein dicker, flache Flanke. Und nun wird's richtig brenzlig. Birki muss das erste Mal eingreifen. Bekommt das Knie aber irgendwie ran. Da wäre fast wie aus dem Nichts der Gegentreffer gewesen. Viel besser wurde es nun aber nicht. Nur noch 20 Minuten zu spielen. Der BVB mal nach einer Standardsituation. Vielleicht mit der Chance. Eckball also von der rechten Seite. Sancho bringt ihn rein, da ist aber Kevin Trapp und unterstreicht, wie diese Partie hier weitestgehend aussah. Tormöglichkeiten gab es wirklich so gut wie gar nicht. 80. Minute bereits überschritten. Konnte der BVB dennoch den Lucky Punch setzen? Das ist auch wichtig in so einer Saisonphase. Haaland legt raus. Da ist Hazard, der spielt wieder in die Mitte. Und wieder ist es ein Schritt, der da fehlt. Gut gespielt. Aber Trapp war aufmerksam. Die letzte Aktion gehörte auch nochmal dem BVB. Jadon Sancho zu Haaland, der raus zu Axel Witzel, der hat nochmal ein gutes Auge. Hakimi zu Haaland, doch ein Dicker ist aufmerksam. Der Schuss von Haaland wird nicht gefährlich, geht nicht aufs Tor aus dem Eckball, resultierte da nichts mehr. So ging es am Freitagabend mit 0:0 zu Ende. Damit werden die Frankfurter zufrieden sein. Die Dortmunder haben es versucht, aber kamen einfach gegen kompakte Frankfurter nicht durch und müssen sich so mit dem 0:0 begnügen. Der VfL Wolfsburg musste sich ärgern, zu Hause gegen Düsseldorf nicht über ein 1:1 hinausgekommen zu sein, und am Ende mussten sie sich damit in Unterzahl sogar noch glücklich schätzen. Hoffenheim hier in der heimischen Arena früh unter Druck. Der VfL Wolfsburg wollte einiges besser machen. Maxi Arnold zu Xaver Schlager, der raus zu Mbabu, der den schwer verletzten William vertrat. Über Umwege der Ball dann bei Wout Weghorst vor dem Fuß. Aber das Phantom aus der Hinrunde schwächelt aktuell so ein bisschen. Die Luft nach oben, die erkennt er sicherlich selbst.
Weiter Abschlag von Penke, aber Knoche passt gut auf und es geht wieder in die andere Richtung. Memedi zu Maximilian Arnold, Weghorst zu Memedi, der hat das super Auge, Roussillon zurückgelegt zu Renato Steffen. Nach 13 Minuten stand es 1:0 für die Gäste, hochverdient, super herausgespielt, Hoffenheim in Not. Gegen Freiburg konnten die Gastgeber noch gut mithalten am letzten Wochenende. Hier waren sie klar unterlegen. 19. Minute, Memedi mit dem 2:0. Penke konnte einem fast leid tun, wird da von seiner Hintermannschaft komplett im Stich gelassen und musste sich jetzt schon zwei Tore gefallen lassen. Nun endlich die Sinsheimer und wie? Bebu mit der Vorlage, Christoph Baumgartner mit dem fantastischen Abschluss, wie aus dem Nichts, waren die Sinsheimer wieder komplett in der Partie. 1:2 nur noch, alles schien wieder möglich. Doch die Wolfsburger ließen sich davon nicht groß einschüchtern. Steffen weitergeleitet, Weghorst wieder relativ frei vor Philipp Penke. Die Zwei-Tore-Führung war wieder hergestellt, es war wirklich ärgerlich aus Schreuders Sicht, aber seine Mannschaft lieferte hier einfach schlecht ab. Noch eine Chance und noch ein Tor. Fantastischer geht es kaum. 45. Minute. Giavogi hämmert drauf, steht da auch wieder viel zu frei. So ging es dann erstmal in die Katakomben. Ein unglaublich miserabler Auftritt der TSG 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg. Der wusste zu gefallen. Zweiter Durchgang, Freistoß aus dem Mittelfeld. 63. Spielminute, weit hineingetreten, Kopfballmöglichkeit, so halb zumindest. Grilic passt aber auf, verhindert hier Schlimmeres. Penke ließ den Ball dann vom Boden auf. Die Zeit lief den Hoffenheimern davon, aber sie waren hier auch eher auf Schadensbegrenzung aus. Sie haben hier auch von Mainz eine richtig heftige Packung bekommen. Der VfL Wolfsburg drückte jetzt auf den 5. Treffer. Da ist Maximilian Arnold. Jetzt hatte Penke endlich mal das Glück, das er schon lange verdient gehabt hat. Der Ball geht an den Pfosten, von da sogar noch an seinen Rücken. Beziehungsweise an seine Rückhand. Und der Ball springt dann raus. Bekamen sie noch den zweiten Ehrentreffer hin. Brun Larsen mit der Flanke. Die Chance war da. Baumgartner. Vielleicht der einzige Lichtblick zusammen mit Penke an diesem Nachmittag. Aber es wurde nichts draus. 1:4 endet diese Partie. So stand es auch schon zur Halbzeit. Hoffenheim hat zumindest die Schadensbegrenzung einigermaßen gut hinbekommen. Aber 4:1 ist natürlich zu Hause richtig bitter. Der erste FC Union Berlin ist in dieser Liga einfach top drauf. In dieser Saison, in ihrer ersten Bundesliga-Saison, können sie wirklich überzeugen. Jetzt fangen sie auch noch an, auswärts zu gewinnen. Zuletzt gegen Werder Bremen gelang das. Nun aber zu Hause gegen triumphierende Leverkusener. Beim Spiel gegen den BVB mussten sie aber erstmal das Hintertreffen so hinnehmen. Dritte Spielminute, 1:0, Kai Havertz mit dem Treffer für Bayer 04. Die Gäste machten da weiter, wo sie am Samstagabend vor einer Woche aufgehört hatten. Amiri Havertz scheitert erst noch an Gikiewicz im Nachschuss, ging der Ball dann aber doch rein. Ärgerlich, aber da den Ball abzuwehren, ist auch nicht die glücklichste Situation. So wie der Ballverlust hier von Gentner, weil Sinkgraven und Diaby richtig gut nachsetzen. Diaby tritt an, hat das Auge für Kevin Volland. Und jetzt konnte es richtig bitter werden. 16. Minute, 0:3. Was war denn bitte hier los? Es hätte noch schlimmer kommen können. Vor der Pause, Trimmel klärt zurück in den Rückraum, aber nicht ausreichend. Sven Bender, Lars Bender, die Brüder im Zusammenspiel. Amiri dann aber etwas zu sehr verzogen. 0:3 nach 45 Minuten. Sollte hier wirklich noch etwas anbrennen, es schien nahezu unmöglich. Doch Union Berlin zeigte jetzt zumindest ein anderes Gesicht zu Beginn der zweiten Hälfte.
Bülter legt raus auf die rechte Außenbahn. Dann bekommt er den Ball wieder. Bülter, der Torschütze vom Spiel gegen Werder. Lenz, Andrich, Sebastian Andersson. 53. Minute. 1:3 zumindest der Ehrentreffer war schon mal hergestellt. Und wenn irgendwo sowas hier funktionieren kann, dann unter anderem an der alten Försterei. Und es ging gut weiter. Stunde jetzt knapp von der Uhr, also noch eine halbe zu spielen. Yunus Mali, wunderbarer Pass. Das ist kein Abseits. Marius Bülter. 2:3. Unglaubliche Partie. Die erste Hälfte ging komplett in die Wicken. Und jetzt waren die Eisernen wieder voll dabei. Leverkusen aber auch nicht in der Offensive ganz außer Acht zu lassen. Diaby mit der Flanke, Sven Bender mit dem Schuss. Der kommt aber nicht durch. Wird dadurch auch nicht gefährlich. Union stemmte sich dagegen. Und die eine Chance, die sollten sie noch bekommen. Die linke Außenbahn. Viel zu leicht, wie es da durchgeht. Und Marius Bülter mit dem Doppelpack. 83. Spielminute, das 3:3. Eine unglaubliche Wendung in dieser Partie. Die waren wirklich abgeschrieben. Und jetzt geht der Kopfball von der Unterkante der Latte hinein ins Netz. Radetzky komplett bedient. Ging jetzt vielleicht sogar noch mehr oder kam Leverkusen doch nochmal zur Besinnung. Weiter Schlag, sehr weiter Schlag. Amiri nochmal mit dem Kopfball in der 86. Spielminute. Aber das war das Ende dieser Veranstaltung. Und es war eine richtig gute. 6 Tore gleichmäßig verteilt. 2 komplett unterschiedliche Hälften. Leverkusen hätte es vielleicht etwas mehr verdient gehabt, den Spielanteil nachzuurteilen, aber darum geht's nicht. Union hat Kampf und Biss gezeigt und holt sich hier verdient diesen Punkt. Der FCA geriet so richtig unter die Räder gegen Eintracht Frankfurt. Der SC Freiburg hingegen mit einem 1:0 gegen Hoffenheim kann man doch wieder die obere Tabellenhälfte als Ziel anvisieren. Und sie machten hier von Beginn an erstmal einen guten Eindruck. Da ist Chico Höfler in der 6. Spielminute gegen Kubek, der aber aufpasst. Der Ball ist etwas zu zentral getreten. Wuchtig, aber eben nicht platziert genug. Nun die Fuggerstädter mit dem ersten Offensivversuch. Da setzen sie sich mal ganz gut fest. Daniel Bayer zu Max, der gegen Schmid das Duell gewinnt. Wieder Schmid unglücklich und dann Finn Bogason mit dem Kopfball in der 13. Spielminute. Naja, zumindest ein Ansatz einer Möglichkeit auf Alfred Finn Bogason. Da liegen doch einige Hoffnungen. Nun wieder der SCF. Die waren hier besser und zwar deutlich, wenngleich Nicolas Höfler die Chancen hier etwas fahrlässig fast vergab. Das ist keine optimale Schussposition, trotzdem muss der nicht 1-2 Meter am Kasten vorbeigehen. Doch die Breisgauer drehten jetzt vor dem Seitenwechsel nochmal so richtig auf und der FC Augsburg kam damit nicht ganz gut klar. Fantastischer Ball und nochmal fantastischer Nutznießer. Luca Waldschmidt in der Mitte hält den Fuß hin und bringt die Gäste vor dem Seitenwechsel noch in Führung. Der FC Augsburg setzte deutlich weniger Zeichen nach vorne, somit ging dieses Resultat dann auch erstmal in Ordnung. Und die Freiburger, sie wurden nicht schlechter. Günther nimmt Amir Abraschi mit. Und der wieder Höfler. Abraschi zu Petersen. Kubek passt auf, aber Petersen schaltet am schnellsten. Und so kennt man ihn. Dann haut er ihn halt aus extrem spitzen Winkel rein. Schöner Treffer. Er wollte es einfach an dieser Stelle die Pille über die Linie drücken. Halbe Stunde noch zu spielen.
Jetzt kam Unsicherheit mit rein. Jauve Leo verliert den Ball an Luca Waldschmidt. Das darf nie im Leben passieren. Und Waldschmidt, so schön wurde auch sein Tor vorbereitet. Jetzt ist er der Vorlagengeber für Nils Petersen, der hier mit einem Doppelpack endgültig die Karte 3 Punkte nach Hause schicken kann. Doch der FCA riss sich jetzt etwas zusammen. Khedira, schöner Ball zu Niederlechner, aber das passte jetzt auch. Der Ex-Freiburger mit der XXL-Chance. Doch er vergibt sie, scheitert an seinen Nerven. Schwolo im Kasten ist aber auch sowieso nicht leicht zu überwinden. Das weiß er besonders genau. Letzte Aktion nochmal, Vargas. Ein letztes Mal Alexander Schwolo im Mittelpunkt. Wunderbar nochmal, wie er hier fliegen kann. Er muss da sein im Spitzenwinkel, ist da und fischt den raus. Bleibt damit zu 0, sichert den Freiburgern ein 3:0-Sieg, also der zweite Sieg in Folge ohne Gegentor. Christian Streich wird rundum zufrieden sein können. RB Leipzig holte sich zuletzt aus der Allianz Arena einen Punkt. Der SV Werder Bremen würde davon heute träumen, hier in der Red Bull Arena. Mussten sie aber erstmal aufpassen, nicht unter die Räder zu geraten. Konrad Leimer, wunderbarer Ball zu Tyler Adams. Und so schnell kann es gehen. 4. Spielminute. Das 1:0 für die Gastgeber. Der SV Werder Bremen zeigte sich von seiner schlechtesten Seite. Es hätte jetzt richtig übel werden können. Doch Werder Bremen, plötzlich hatten sie Lust auf diese Partie, nahmen die Herausforderung an und das sah nach dem Pokal Werder aus, das wir noch kannten. Friedel mit der Flanke, da ist Finn Bartels. In der Startaufstellung heute mal wieder dabei. Steigt da hoch und nickt ihn ein. Ist nicht der Größte, aber das hat nichts zu sagen, wenn man eine gute Technik und ein gutes Stellungsspiel hat. Halstenberg sieht da hingegen ziemlich alt aus. Die Bremer mussten auf Selke verzichten. Man sah es aber kaum, weil Eggestein, Johannes Eggestein, ihn perfekt vertrat. Vorlage von seinem Bruder Maximilian legt das hier auf. Und Johannes Eggestein bleibt vor Gulaschi eiskalt. Und so schnell war diese Partie gedreht. Leipzig wusste gar nicht, wohin mit sich und seiner Verwunderung. Sie wollten ausgleichen noch vor dem Seitenwechsel. Sabitzer raus zu Klostermann. Das ist recht kleinteilig. Führt aber hier fast, aber nur fast zum Erfolg. Der Österreicher drückt ab aus 16 Metern. Wunderbar angedreht. Gegen den FC Bayern hatte er noch eine überragende Möglichkeit, die verzog er aber. Und so ging die Leipziger mit einem Rückstand in die Pause. Damit konnte Nagelsmann überhaupt nicht zufrieden sein. Aber klar war, die Gastgeber drücken jetzt. Viel funktionierte nicht, weil Bremen tatsächlich mal gut verteidigte. Man mag es kaum glauben, aber es war so. Tyler Adams, Konrad Leimer, jetzt mal eine der wenigen Möglichkeiten, Leimer. Aber stark wie Pavlenka den Held, 59. Spielminute. Taucht er ab, fischt den raus. Und lässt sich davon nicht beirren. Schlussphase, die letzten Züge der Partie. Würde Bremen das hier wirklich über die Zeit bringen oder hat Leipzig wie gegen Gladbach noch den Lucky Punch auf dem Fuß? Christopher Nkunku, der Torschütze vom Spiel gegen die Fohlen. Hier ist er wieder, Nkunku. Christopher Nkunku legt diesmal aber zurück. Adams auch nochmal rüber zu Sabitzer. Sie verzweifelten an Pavlenka. Und tatsächlich hielt er mit dieser Glanzparade den Sieg der Bremer fest. Der SV Werder Bremen holt sich in der Rückrunde die zweiten 3 Punkte wieder auswärts. Und damit hätte hier in der Red Bull Arena wohl niemand gerechnet.
Der SC Paderborn holte sich einen nicht unverdienten Punkt aus Gelsenkirchen ab und die Hertha unterlag dem ersten FSV Mainz 05 mit 1:3. Das war schon fast ein Armutszeugnis. Man ist in der Realität angekommen. Hier hatte man aber die gute Möglichkeit, durch Santiago Ascasiba die frühe Führung zu erzielen. Dieser Pass von Piontek ist genial. Doch das Aluminium hat hier etwas gegen den Erfolg der Berliner Hertha. Zingerle kann sich da glücklich schätzen. Doch auch der SC Paderborn, wie gewohnt, nicht nur defensiv aktiv, auch nach vorne gegen einiges. Kai Pröger mit der Hacke zurück zu Sebastian Vasiliades. Da war durchaus etwas mehr drin. Dennoch war es gut gespielt und ein Ansatz, wie es hier funktionieren könnte. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Die Hertha drückte nochmal. Luke Bacchio mit der Flanke. Und da ist Arne Meyer mit dem Kopfball. Setzt den gut auf. Aber was Zingerle da macht, ist richtig gut. Holt er da raus. Den hätten wahrscheinlich nicht alle Bundesliga-Torhüter gehalten. Doch die Hertha kam nochmal vorm Pausenpfiff. Piontek zu Ascasiba, Köpke zu Piontek. Super gemacht und jetzt war der Treffer da. Arne Meyer, da hat er ihn. Dritte Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Bleibt kalt, lässt Zingerle so gar keine Möglichkeit. Das 1:0 für die Gäste war mittlerweile auch verdient. Der SC Paderborn zog sich etwas zu weit nach hinten. Wenige Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Der SC Paderborn war gierig auf den Ausgleich. Das sah man hier von Beginn an. Jasula gegen Jahrstein. Das ist aber dann zu wenig, um den Norweger aus der Ruhe zu bringen, der aber in den letzten Wochen auch die ein oder andere Schwäche offenbarte. Nur wenige Augenblicke später. Piontek zu Köpke. Pascal Köpke, im Pokal traf er endlich mal, das war für ihn sicherlich erleichternd. Aber er muss jetzt auch in der Bundesliga mal abliefern. In der zweiten Liga war er noch einst ein richtig guter Knipser. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite, dann reingetreten, stark an die Latte, doch Boyata setzt nach. 58. Minute, die zweifache Führung für die Gäste. Boyata steigt da einfach am höchsten und lässt seine Gegenspieler alt aussehen. Eine Führung gibt Hertha dann in der Regel sehr ungern aus der Hand und es ist auch dann unangenehm gegen diese zu ackern, gegen diese Defensive. Es gab hier in der 67. nochmal eine ansatzweise gefährliche Situation durch Strelli Mamba. Der Ball ging aber nur ans Außennetz und mehr kam dann nicht von der Baumgart-Elf. So ging es mit 0:2 zu Ende. Paderborn steckt natürlich immer noch weiter unten drin und die Hertha verschafft sich zumindest etwas Luft im Abstiegskampf. Jetzt durfte Borussia Mönchengladbach doch wieder in der Bundesliga ran. Das Derby gegen Köln wurde ja aufgrund des Sturms abgesagt. Fortuna Düsseldorf überzeugte beim 1:1 gegen die Wölfe am vergangenen Samstag. Doch hier war Gladbach wacher, frischer von Beginn an. Adams, erster zwischen, doch Embolo ist am wachsten. Thuram bringt den Ball rein. Dann ist eben Adams Nuhu erstmal dazwischen, stoppt da Jonas Hofmann. Doch Brelembolo steigt am höchsten und nickt das Ding dann gegen den geschlagenen Carsten Meyer ein. Viertelstunde jetzt gespielt. Borussia Mönchengladbach wollte gerne noch schnell einen draufsetzen. Ansonsten die Düsseldorfer immer zumindest für einen Treffer berühmt. Hier ist Jonas Hofmann dann aus der zweiten Reihe mal mit dem Abschluss in Erscheinung getreten. Nicht wirklich gefährlich, aber ein Zeichen, dass die Düsseldorfer immer aufpassen müssen. Die Rösler-Elf zog sich weit zurück, kam dann erst kurz vor der Pause mal mit einer gefährlichen Standardsituation um die Ecke. 44. Minute, Ruven Hennings, das sieht ziemlich schmackhaft aus. Ruven Hennings
macht dann aber zu wenig draus. Eigentlich hat er die Schusstechnik. Sonst auch ein Kevin Stöger für sowas immer zu haben. Kan Ayhan war nichts dabei. 0:1 nach 45 Minuten die Großchance eben von Hennings vergeben und somit diese Führung für die Gäste auch durchaus verdient. Stunde jetzt gespielt. Borussia Mönchengladbach sorgte hier für eine ziemlich überzeugende Spieldominanz, die aber eben nicht in den zweiten Treffer umgemünzt werden konnte. 62. Spielminute, Kastenmeier mit einer guten Parade. Jonas Hofmann schließt ab, aber nicht vom Erfolg gekrönt. Nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Düsseldorf bekam es nicht hin, viele Möglichkeiten rauszuspielen. Die sie dann hatten, sollten sie aber bestenfalls verwandeln. Tepe Tai, Ruven Hennings zu Tepe Tai, Berisha kommt da einfach nicht durch. 78. Minute, das ist toll gespielt. Dann ist er gefühlt an Ginter schon vorbei. Doch dann haut der sich nochmal rein und klärt die Pille. Letzte Chance, letzte Chance. 80. Minute, Ruven Hennings nochmal. Der Ausgleich wäre nicht unverdient gewesen, doch er sollte einfach nicht mehr fallen. Düsseldorf ist wieder wacker dabei gewesen, bleibt aber auf diesen 0 Punkten sitzen. Und Gladbach bleibt mit diesen 3 Punkten oben in der Spitzengruppe mittendrin dabei. Der 1. FC Köln empfing am Sonntagnachmittag den FC Bayern München, die Geißböcke, die so gerne am vergangenen Wochenende Gladbach geschlagen hätten, mussten also noch eine Woche länger warten. In der Vorsaison der zweiten Bundesliga wurde von ihnen schon ein Spiel verschoben. Hier gegen die Bayern ging es für sie dann aber gut los. Man merkte, dass sie heiß waren, Fußball zu spielen. Bei denen läuft es aktuell ja auch richtig gut. Unter Gisdol, Florian Kainz setzt diesen Ball ans Aluminium. Das ist eine super Schusstechnik. Man sieht es auch an seiner Körperhaltung. Das ist ganz schwierig und hätte den Treffer verdient gehabt. Die FC Bayern München Fans, die waren noch etwas skeptisch ob der Leistung im ersten Durchgang. Sie brauchten richtig lange, um hier irgendwie Fuß zu fassen. Serge Gnabry mal mit einer guten Aktion, dann wäre das eigentlich die Chance zum Treffer gewesen, beziehungsweise das war die Chance. Der hätte möglicherweise auch gesessen, doch Lewandowski steht hier im Schussfeld und bekommt den Ball dann sogar ab. Verhindert vielleicht sogar in der Situation den Einschlag. Doch die Bayern kamen jetzt nochmal vor der Pause etwas besser. Lewandowski legt rüber zu Leon Goretzka. Leon Goretzka gegen Timo Horn. 44 Minuten waren hier knapp von der Uhr. Doch der Kölner Schlussmann hält hier das 0:0 fest. Das auch so in Ordnung ging, wobei die Bayern in den letzten Minuten jetzt nochmal besser aufspielten. Aber es fand eben noch kein Ball den Weg ins Tor. Die zweiten 45 Minuten dann mit dem besseren Beginn für die weiß gekleideten Kölner. Hector Córdoba, das ist ein eingespieltes Team. Schmitz mit der super Seitenverlagerung, der ist haargenau zu Isibue gespielt. Córdoba in den Rückraum. Nochmal abgelegt, doch Jakobs kommt nicht durch, wird da abgewehrt. Alaba ist noch dazwischen. Etwas mehr als 10 Minuten jetzt gespielt im zweiten Durchgang. Die Bayern kamen besser rein. Davis über die linke Seite, Einzelaktion. Auch sowas muss dann mal her. Müller zu Kimmich. Da war jetzt auch eine Portion Glück dabei, dass der Ball da genau zu Kimmich fällt. Diesen Drill aufnimmt, diesen Drall, und dann nickt er das Ding ein. Die Bayern jetzt etwas bissiger. Viertelstunde aber auch nur noch auf der Uhr. Der 1. FC Köln hätte sich für seine gute Partie auch schon belohnen können. Hier mussten sie dann von Glück sprechen, nicht die Entscheidung kassiert zu haben. Timo Horn gegen Lewandowski behält er mit dem linken Knie den Sieg im Duell auf seiner Seite.
die Schlussphase nochmal. Aber auch von den Bayern besser geführt. Kimmich bringt da nochmal die Flanke. Serge Gnabry in die Mitte eingerückt. 89. Minute. Es war vorbei. 2:0 gewinnt der FC Bayern München zum Abschluss nochmal dieses schöne Tor. Der erste FC Köln hielt gut mit. Mit etwas Glück hätten sie auch einen Punkt verdient gehabt. Aber unter dem Strich war der FC Bayern München hier die bessere Mannschaft. Zum Abschluss des 22. Spieltags empfing der erste FSV Mainz 05 den FC Schalke 04. Die Mainzer nach dem 3:1 in der Hauptstadt wieder etwas glücklicher drauf. Der FC Schalke ist von dem 1:1 gegen Paderborn nicht unbedingt so überzeugt gewesen. Die Anfangsphase klar auf Seiten der Königsblauen. Über die linke Seite geht das hier vonstatten. Gregoritsch. Ja, den muss er machen, das weiß er auch selber. Zentner macht das auch gut, aber trotzdem, da darfst du dem Keeper keine Chance mehr geben. Becker, der zuletzt sein Startelfdebüt feierte, heute wieder von Beginn an dabei, leitet diese Möglichkeit und dieses Tor ein. 16. Minute, Benito Rahman. Gute Auftaktphase des FC Schalke 04 und sie konnten sich dann sogar noch dafür belohnen. Die Mainzer waren nicht so richtig dabei in dieser Partie. Gregoritsch nochmal raus zu Bastian Oczypka. Flanke mit seinem schwächeren rechten Fuß, unzulänglich geklärt. Weston McKennie hat das 2:0 auf dem Schlappen. Doch Robin Zentner ist da, passt auf und hält das Ding. So ging es knapp mit 0:1 in die Katakomben. Da konnten die Mainzer noch zufriedener mit sein, denn dadurch waren sie nach wie vor voll drin im Spiel. Ein Treffer und sie hätten zumindest den Punkt auf der Habenseite. Aber der FC Schalke 04 hörte hier natürlich nicht auf mit dem Fußballspielen. Mascarell zu Benito Rahman, 49. Minute. Auch das erste Ausrufezeichen im zweiten Abschnitt gehörte wieder klar und deutlich der Wagner-Elf. Es wurde ein bisschen unruhiger hier in der Opel Arena. Der FC Schalke 04 übernahm wirklich komplett das Zepter. Es war fast wie ein Heimspiel von Königsblau. Weston McKennie mit der Flanke. 2:0 Benito Rahman. Der hat einen Lauf, ist aktuell der gefährlichste Spieler, was das Toreschießen angeht. Zusammen mit Suat Serdar sicherlich und Amine Harit, aber er gehört auf jeden Fall rein zu den Spielern. Muss er auf jeden Fall dazu genannt werden. Hier Harit dann mal in der Szene, 62. Minute. Zentner, aber ohne Probleme. Kam nochmal was von den Mainzern, nochmal eine Annäherung, eine Chance, hier irgendwie zurück ins Spiel zu finden. Brosinski ziemlich frei. Daniel Brosinski macht viel zu wenig draus. Aus dem, was hier drin gewesen wäre, macht da Nübel ein ganz einfaches Spiel. Der hält den Ball nämlich einfach fest. Die letzte Aktion gehörte folgerichtig nochmal den Schalkern. Bastian Oczypka legt zu Alessandro Schöpf und Zentner, der sich nochmal auszeichnen konnte. 88. Spielminute, konnte den Ball halten, er sparte sich das dritte Gegentor, doch Punkte hielt er somit nicht fest. Der FC Schalke 04 gewinnt zum Abschluss des 22. Spieltags hochverdient beim ersten FSV Mainz mit 2:0. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und adios.